Hey Clasher, Clankriegsliga steht an und es sieht hier bisher so richtig, richtig, sagen wir mal, suboptimal aus. Währenddessen auf unserer Seite viele weiter mit den Wurzelreiter angegriffen haben und dort echt Probleme haben, sind unsere Gegner bisher durchgehend mit unterschiedlichen Strategien unterwegs. Sehr viel Lalo, sehr viele Queen Charges, alles mögliche mit dabei. Und das heißt, für mich geht es an sich nur darum, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben, um irgendwie nochmal 3 Sterne reinzuholen. Und das machen wir hoffentlich. Und ich nehme natürlich auch keine Wurzelreiter, denn nun ja, die scheint bisher aktuell nicht so gut gegen die zurzeitigen Dörfer zu performen. Meine Idee sieht folgt aus und natürlich keine große Überraschung, Feuerball mit inklusive. Ich starte meinen Wächter hier, möchte mit dem Feuerball diesen Bereich hier rausbekommen und dann hier oben den Minenwerfer rausbekommen, dann hier mit unserem Katapult, der Belastmaschine, einmal hier das Ganze wegbekommen, denn ich sollte auf jeden Fall sowas nach hier rausbekommen. Mein Wächter zieht dann nach und nach hier unten. Ich versuche dann mit Truppen diesen Bereich wegzubekommen, sodass mein Wächter Richtung Zentrum gedrückt wird. Und dann habe ich den linken Bereich hier noch mit meinen Helden, die ich rausbekomme. Hoffe ich zumindest so. Und das würde ich sagen, probieren wir aus und gehen nochmal rein. Das heißt, wir haben alles doch direkt parat. Wächter natürlich am Start. Ich habe hier die Ausrüstung natürlich wie immer hoffentlich richtig ausgewählt. Und dann starten wir natürlich hier mit dem Kollegen, dem Wächter. Ich muss natürlich am Anfang hier sehr, sehr viel aufpassen, weil hier ist sehr viel Schaden. Das heißt, ich starte mit dem Erdbebenzauber erstmal. So machen wir das. Das heißt, Erdbeben. So, wieso ist kein Ton? Es ist Ton. Okay, das freut mich. Ich habe anscheinend irgendwie, ich weiß nicht genau, warum ich gerade keinen Ton hatte. Egal, ich hoffe, bei euch ist auf jeden Fall alles gut hörbar. Oben haben wir das jetzt weggemacht. Jetzt machen wir den hier hin. Bisher sieht das Ganze genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist doch so schön, wenn Sachen funktionieren. Ach ja. Hier unten nehmen wir jetzt hier die beiden. Ich muss aufpassen wegen der gegnerischen Gladiatorin, weil mein Wächter hat gerade richtig Bock. Machen wir direkt mal Bootsaume dazu. Ich habe hier auf jeden Fall Angst ansonsten, dass wir sonst meinen Wächter verlieren. Klarenburg kommt raus. Was ist da drin? Sehr viele Bogenschützen. Sehr viele Bogenschützen. Immer noch mal viele Bogenschützen. Deswegen den Giftzauber hier mit dazu. Aber ansonsten sieht es bisher sehr, 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 sehr gut für mich aus. Oben der Flinger arbeitet genauso, wie wir es erhofft haben. Mein Wächter sieht bisher wunderbar aus. Hier unten Minion arbeitet hier noch mit dabei. Absolut tipptopp. Ich habe jetzt gleich hier aufgepasst mit weiteren Wutzaubern. Die werden wir auf jeden Fall hier brauchen. Gegebenenfalls. Nö, wir brauchen einen Unsichtbarkeitszauber oder ähnliches, weil die Qualle hier doch mal direkt das Feuer übernimmt. So mustert und nicht anders. So, und jetzt natürlich die Sache, wie arbeite ich hier unten weiter mit? Ich glaube, ich nutze den König einfach. Der soll hier unten das einmal bitte ablaufen. Das ist halt natürlich immer, ein Problem. Aber das kennt ihr inzwischen von mir. So weit, so gut. Ich darf hier unten auf gar keinen Fall... Upala. Das war gerade sehr schlecht. Ich hätte auf jeden Fall... Egal, passt. Oben jetzt die Heiler. 1,20, auf den Wächter aufgepasst, sehr schön. Jetzt den Wutzauber hier. Dann spiele ich gleich die Gladiatoren hier unten mit dabei. Den Nähti hier einfach noch da mit dazu. Gladiatoren hier mit dabei, 1 Minute haben wir Zeit. Das sollte doch eigentlich passen in 1 Minute, nicht wahr? Natürlich der volle Konzentration hier auf alles. Unsichtbarkeitszauber haben wir gleich, falls wir brauchen. Das scheint nicht so zu sein. Jawollo. Gegnerische Königin haben wir auch noch. Können wir ein Raketenballonchen hier mit dazu spielen. Ballons, Babydrache. Da bin ich aufgepasst. Ich glaube, es sollte hier vollkommen egal sein am Ende. Haben wir bereits das Hauptteil des Dorfes rausbekommen. Let's go! So muss das und nicht anders. Ach ja. Diese Strategie, ich liebe es. Ich liebe es! Unsichtbarkeitszone irgendwo hin. Und damit gönnen wir uns die 3 Sterne. Ha, das freut mich. Das freut mich. Immerhin kann ich hier einigermaßen abliefern, auch wenn wir echt einige Probleme hatten in diesem Klankrieg. Es waren, glaube ich, fast nur Wurzelreiterangriffe, die gefailt haben. Glücklicherweise haben wir jetzt noch die 3 Sterne geholt. Damit wird auf jeden Fall die Gruppe hier oben sehr, sehr eng. Ich denke, Caro Esports ist mehr oder weniger mit dem Sieg so ziemlich durch. Mal schauen, ob sie am Ende noch irgendwas wegschmeißen, aber die sind auf jeden Fall mit 45, 44 und gegen uns bisher auch noch bisher perfekt. Das heißt, auch auf dem Weg zu 45 weiteren Sternen. Das heißt, für uns geht es auf jeden Fall um den Platz 2 in der Gruppe dann. Und dort haben wir direkt dann morgen gegen Vietnam-Boss, die aktuell auf dem 1. Platz sind, aber nicht so viele Sterne haben und mehr Angriffe schon haben. Das heißt, gegen die geht es auf jeden Fall um Platz 2 dran. Das wird auf jeden Fall nochmal ein absoluter Knüller werden. Aber für mich heißt es jetzt rüber zu meinen anderen Accounts. Und da werden wir natürlich direkt weitermachen mit hoffentlich ein paar interessanten Angriffen.
Und zwar sind wir hier wieder in Meister 2 unterwegs und da heißt es auf jeden Fall, interessante Angriffe rausknüppeln. Und das versuche ich jetzt hier. Das ist die Gegnerstelle Nummer 2 und ich hatte eine hoffentlich interessante Idee. Und zwar habe ich es schon Ewigkeit nicht mehr gemacht und das sind Superbogenschützen Zeppeline. Die Idee ist es hier, mit paar Ballons hier außen zu testen, sodass ich mit dem Zeppelin an sich hier ungefähr ganz grob fliegen kann. Hier ist ein Loch in der Base, das können wir ausnutzen, um weitere Testballons mit reinzuspielen, sodass wir ungefähr auf diesem Unsichtbarkeitsturm landen können. Und dann wird geklont, dann wird das Sam rausbekommen hoffentlich und dann geht es mit einer Menge Superbar in diesem Dorf auch wieder hoffentlich an den Kragen. Ich bin gespannt, ich habe die Strategie Ewigkeiten nicht gespielt, aber hey, komm, ab und zu muss auch mal wieder sein und deswegen gehen wir direkt rein. Und ich hoffe, ich kriege die Timings noch einigermaßen hin. Erst natürlich hier den Zeppelin ausgewählt und dann, ich bin gespannt. 4 Ballons außen, 2 Ballons innen, das war jetzt so meine Idee, das heißt 1, 2, 3, 4. Zeppelin, jetzt hier, 1, okay, 2, okay, direkt, Moment, lebt noch irgendwas? Und deswegen spiele ich den, okay, jetzt wird's auf jeden Fall wild, oh mein Gott, und deswegen spiele ich den Müll nicht. Ach nee, das Streukatapult, ich habe den Unsichtbarkeitszauber zu spät geschmissen, ich bin aber auch ein Otto. Egal, kriegen wir hin. Ich würde sagen, hier unsichtbar machen. Will nicht zu viel Schaden hier kassieren. Mauerbruch hier mit dazu. Titanen. Mini-Wächter. Boah, ob wir das noch. Wobei, wenn wir das noch gerettet bekommen, das wäre auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Tat hier. So, König. Soweit, so gut. Wobei eigentlich gar nicht gut, wenn ich mal ehrlich sein soll. Aber so keiner gut. Egal, kriegen wir hin. So, was klonen wir? Oh, Moment, halt, stopp. Ich könnte versuchen, das wäre lustig. Moment. Ich versuche, glaube ich, die Schweinreiter meiner Gladiatoren zu klonen. Boah, das ist es, oder? Wächterfähigkeit jetzt. Okay, das heißt hier, Schweinreiter. Jawohl, klont die Schweinchen. Das ist das Beste, was ich machen kann, glaube ich. Jawohl, Schweinreiter. Auf geht's. Unsichtbarkeitsturm natürlich hier am Start. Sehr, sehr nervig, aber okay. Und das Dorf ist halt echt null ausgebaut. Ne? Vielleicht kriegen wir es echt noch hin. Das wäre sowas von einer wilden Kiste hier. Ja, komm schon, du musst das Rathaus rausnehmen, Königin. Ja, komm schon, Queenie. Okay, das Rathaus ist draußen. Der zweite Stern ist schon mal immerhin da. Oh Mann, ey. Da will man kreativ sein und bekommt deswegen so auf den Sack. Eieieiei. Man, es ist alles fast offen, ne? Kann ich hier irgendwie das ab... Ich habe keine Mauerbrecher mehr, das ist ein bisschen ärgerlich. Linien hier mit dazu. Königin. Oben die Luftabwehr ist halt hart am Nerven. Aber da oben ist offen. Ah. Die Königin ist jetzt hier anvisiert vom Single-Fernerturm. Die Luftabwehr weg ist, können wir auf jeden Fall die Kanone schon machen. Oh mein, das... Oh! Jetzt die Kanone? Ich hab's zu früh gesetzt, oder? Nee, okay, Babydrache. Wir haben es kurz noch gedreht. Oh mein Gott! Aber ich hätte so gerne gesehen, wie viel vom Zentrum weg gewesen wäre nach dem Zeppelin. Naja, beim nächsten Mal... Ich dachte, okay, wir landen ja an einer sicheren Stelle, deswegen habe ich insgesamt 4 Superbogenschützen mitgenommen. Normalerweise empfehle ich das niemandem. Nehmt immer nur 3 mit und dann noch mehr weitere Truppen, die sozusagen euch mehr oder weniger die Fallen drumherum ausstößen. Aber mein Gedanke war, okay, wir landen an einem Punkt, wo wahrscheinlich keine Fallen sind. Das heißt, ich wollte 4 Superbogenschützen spielen und deswegen sind die so schnell rausgekommen und deswegen habe ich den Unsichtbarkeitszauber zu spät geschmissen. Ja, aus Fehlern lernt man. Oder auch wahrscheinlich nicht bei mir, aber 3 sind 3. Wir machen weiter mit dem nächsten Angriff. Das Problem ist leider hier bei den Gegnern, dass sie sehr, sehr häufig die gleiche Base genutzt haben. Von daher haben wir jetzt die gleiche Base. Diesmal ist, glaube ich, ein bisschen besser ausgebaut. Ein paar Kleinigkeiten geändert vom Aufbau her. Aber natürlich nutzen wir eine andere Strategie jetzt. Dieses Mal nutze ich auch wieder den Wächter-Charge. Und zwar mit sehr, sehr vielen Raketenballons. Das heißt, wir haben keine mehreren Helden-Charges, wie wir am Anfang bei Itzu gemacht haben. Sondern jetzt machen wir mit nur einem Wächter-Charge hier unten. Ich will den Feuerball auf jeden Fall hier drauf bekommen. Und das heißt, ja, hoffentlich ist dann unten alles weg. Oben werden wir währenddessen ein Katapult spielen. Helden werden wir dann separat einfach in das Dorf reinschicken und aufräumen mit den Raketenballons. Hört sich einfach an. Ob es einfach ist, das bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, ausrüstungstechnisch sind wir am Start.
auf geht's, rein da, Abfahrt. So, das bedeutet, wir starten natürlich hier unten mit unserem Wächter. Das heißt Wächter, Ole, die Heiler natürlich mit dazu. Minions, Lakaien hier mit dabei. Sagen, das können wir kurz einmal rausnehmen. Und jetzt hier oben schon mal einmal mit unserem Katapult. Ist hier irgendwas? Nein. Okay, sehr schön. Das heißt hier einmal so. Jetzt wieder aufgepasst auf den Wächter. Lakaien sind mit am Start. Ich nutze inzwischen Lakaien einfach aus dem Grund, dass, nun ja, ansonsten habe ich manchmal Probleme, wenn es darum geht. Ich hoffe, das geht jetzt aber richtig hin. Okay. Oh mein Gott. Der Feuerball hat sich aber mal so richtig gelohnt. Können wir noch einen weiteren Testballon reinspielen? Weitere schwarze Minen oder sowas da sind. Aber auch ein Babydrachen mit dazu. Denn wir wollen natürlich jetzt zum Rathaus auch noch kommen. Oben ist mein Katapult immer noch gut mit dabei. Moment, das Ding hat aktuell Potenzial hier, das Dorf gefühlt nur mit meinem Wächter und dem Katapult rauszukommen. Mal schauen, wie weit wir kommen hiermit. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild. So, das Problem ist aktuell der Unsichtbarkeitsturm. Ich glaube, deswegen nutze ich jetzt ja auch den Bootstabber. Weil der Unsichtbarkeitsturm lädt nach und nochmal Unsichtbarkeit unsichtbar werden, wäre hier ganz, ganz schlecht für uns. Deswegen muss ich schauen. So. Ja gut, oder auch nicht. Was mache ich denn hier heute? Immerhin habe ich den Angriff fehlerfrei ausgeführt bei meinem, bei dem Angriff, wo es wirklich drauf ankam. Aber aktuell ist ja hier wirklich schon zum Mäusemelken, Joe. So, jetzt hier den mit dazu. Wir kriegen das noch hin, wir kriegen das noch hin. Oben hier schon mal ein bisschen zum Ablenken. Super Lakaien sind hier am Start. König gezündet, zack. Problem ist halt der Unsichtbarkeitsturm jetzt schon wieder. Ich habe euch schon am Anfang gesagt, das könnte mal ein Problem werden. Königin. Jetzt hier. Blutzauber. So, ich hoffe, mein König räumt noch einiges auf. Und die Königin sollte eigentlich zurückkommen. Der Ton einfach auch noch. Also, drei Sterne-technisch habe ich hier nicht wirklich Angst. Dafür war der Feuerball einfach zu krass. Ja, drei Sterne-technisch habe ich nicht wirklich Angst. Königin. Hier links ist die Mauer offen. Oh, die alte Schabracke. Was macht die denn da? Egal, wir haben die Fähigkeit noch, von daher, whatever. So, hier mit dazu. Machen wir jetzt einmal den Rest hier einfach mit da rein. Einfach Rocket Ballons hier mit dahinter. Den Rest an Aufbaumtruppen. Gut, sauber. Fähigkeit gezündet, Abfahrt und damit sind auf jeden Fall drei. Ah, ich hätte gerne mit dem Wächter am Leben. Ist nur aus. Allgemein mache ich aktuell echt viel Ausdrucksfehler. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr nervig. Ich weiß nicht, ob es am Reden liegt oder woran auch immer. Es ist nervig. Ich hoffe auf jeden Fall dennoch, dass euch das Video unterhalten hat. Klanghilfsliga hier am Start. Und natürlich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Clash-Video. Bis dahin, ich wünsche euch was. Haut rein. Und natürlich, wie immer, tschö, tschö.